Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 6 mit mir, dem Captain. Und ja, wir haben den Tempel von Ba geleert. Ja, wir haben ihn wirklich geleert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt reisen wir zurück nach Burg Ironfist, um mitzuteilen dem Humphrey, was wir gefunden haben, nämlich Moment, bevor ich dem zurückreise, will ich ja nochmal gucken. Ich weiß Ich nicht. habe hier so einiges noch eingesammelt. Das will ich vielleicht auch noch verkaufen. Einen Tempelgong habe ich auch noch, den will ich auch noch loswerden. Gut, ein paar Waffen. Die werden wir schnell noch los in Mist. Das geht schneller, wenn ich mal eben hier bin. Willst du etwas kaufen? Nein. Verkaufen. Bis bald. So. Und dann einmal Free Haven. So, du, da verkauft, da will einer, da kauft einer doch Tempelgongs. War das nicht der Hallo, wie hier? geht's? Genau. So, wir haben nochmal Tempelgongs verkauft. Alles klar. Und jetzt gehen wir nach Burg Ironfist. Genau. Halt! Wer ist da? Meister Nikolai Ironfist, Prinz und Erbe des Throns von Enroth. Genau. Und was sagt Wilbur? Silvertanks Heilung. Oh nein, es scheint, als wäre Slicker Silvertang wirklich ein Verräter. Wer hätte das gedacht? Du hast gute Arbeit geleistet, diesen Brief zu mir zu bringen. Bring ihn sofort zum Hohen Rat, damit wir diesen gemeinen Verräter ein für alle Mal loswerden können. Super. Also, wieder doch nach Free Haven. Spät haben wir es überhaupt. Wir haben Juni. Juni. Reaktion hatten wir. Ja gut. Haben nicht wirklich Zeit verbraucht. So, dann wollen wir mal ab zum ja, ab zum Orakel. Da hinten ist es. Oder zum Hohen Rat. Genau. Glaub nicht, dass ihr gewonnen habt. Bald wird die eiserne Faust die Herrschaft verlieren und ich werde euer König sein. Und ihr könnt sicher sein, euch werde ich nicht vergessen. Oh, er ist weg. Aha, okay. Er ist weg. Na gut. Wir haben ihn überführt und wir dürfen dann ins Orakel jetzt, ne? Alles klar, dann gehen wir mal ins Orakel. Betreten wir das Orakel. Oh, wo sind wir? Oh, hier ist mir nicht wohl. Wir machen erstmal Licht. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Ausgang. Energie ein. Energie ein. Alle Systeme betriebsbereit. Okay. Gott. Das sieht aus wie ein Computer, alles klar. Also, wir sind wieder mal in der typischen Might and Magic Welt angelangt. Ein Computer steuert alles hier. So, wir haben unterschiedlichste Farben. Okay, und was ist das hier? Eine Tafel. Standby. Okay. Standby.
Da fährt er das runter. Okay. Muss ich noch mal gucken, was es hier gibt. Das sieht mir aus wie so ein Feuergang. Was ist das? Hier, da gibt's Geld. Natürlich. Bitte Speichermodul einstecken, um Melian zu aktivieren. Okay. Und was gibt's hier? Bitte Speichermodul einstecken, um Melian zu aktivieren. Um wem? Ja, um Melian zu aktivieren. Okay. Melian. Ist das also der... Ist das jetzt hier der Wächter von der Welt? Oder, haben wir jetzt hier auch wieder so eine Welt erschaffen und es gibt einen Wächter über die Welt, ne? Speichermodul einstecken, dann gibt es dort eine Lederrüstung, okay. Na komm, ein bisschen Geld. Ist ja nicht so, als ob wir einen Geldmangel leiden, ne? Aber... So, und wahrscheinlich beim letzten ganz genauso. Speichermodul einstecken und da gibt es nochmal Geld. Okay. Naja, okay. So, das heißt, du hast diesen Stein weggeschoben. Jetzt können wir hier runter. Was ist passiert? Ich habe dich schon erwartet. Oh. Kristall von Terrax. Speicherkristall Alpha. Ah, okay. Aufschreiben. Vor allen Dingen Terrax, ne? Der Kristall von Terrax, ne? Also Alpha. Was? Einsiedlerinsel. Insel. Beta. In Kriegsbeier. Alles klar, da muss ich sowieso rein. Delta. In Darkmoor. Och nein, muss ich nach Darkmoor echt rein? Und Epsilon. In Alamos. Okay, das erklärt zumindest, warum es Alamos auch gibt. Bisher war mir das nicht klar. Und Darkmoor auch. Okay, also. In den Festungen und im Einsiedlersee. Nee, nicht Einsiedlersee. Einsiedlerinsel. So. Das ist höchstwahrscheinlich wirklich ganz unten im Südwesten Hermit's Island. Okay, ja. Speicherkristall. Lege die Speicherkristalle in die oben angebrachten Module. Alle 4 Kristalle sind nötig, um das Orakel zu aktivieren. Okay. Ohne die geht hier wohl nichts. Und hier hinten ist auch nichts mehr. Ich habe dich schon erwartet. Okay. Das ist also dann das Orakel und es gibt mir diese Aufgaben. Alle 4 Speicherkristalle zu holen. Gibt es die Aufgaben hier? Finde Speicherkristall Alpha im hohen Tempel von Bar und setze ihn wieder in das Modul ein. Aha, okay. Beta, Burg Alamos, Delta... Okay, Epsilon. Okay, das sind jetzt die Quests. Okay, das Ei in Kriegsbeier muss ich auch holen. Okay.
Na super. Okay, gut. Wenn wir das geschafft haben, dann kann ich ja auch jetzt eine Runde erstmal. Können wir erstmal eine Runde jetzt hier trainieren, ne? Da ist die Trainingsanlage. Freehaven Akademie, alles klar. Geschlossen. Och, geschlossen. Leute. Wenn ich schon mal was machen will, dann ist geschlossen. Jetzt wollen wir erstmal Schwäche heilen. Genau. Bevor wir jetzt hier. Ja, bevor wir dann jetzt hier gar nichts machen, kann ich ja auch nochmal nach den Zaubersprüchen gucken. Weil ich glaube, ein Zauberspruch war Blackshire. Gab es hier ja, das ist Licht. Nein, da will ich nicht hin. Weg. Hier, Schattengilde. Geschlossen. Um 10 Uhr abends. Alles klar. Schatten, die Magie des Bösen. So. Tag des Schutzes, Giftwolke, Finger des Todes, Giftwolke, Finger des Todes, Schrumpfstahl. War den nicht? Mondstrahl, Drachenhauch. Ja, gut. Jetzt habe ich natürlich kein Armageddon mehr hier, weißt du? Als ich kein Geld hatte, war Armageddon verfügbar. Aber jetzt, wo ich Geld habe, ist Armageddon nicht verfügbar. Das ist halt echt blöd. So, dann kann ich noch über Sweetwater noch ein bisschen fliegen, glaube ich. Komm. Ist Fackellicht eigentlich auch an? Fackellicht ist an, aber die Schutzsachen sind nicht an, ne? Tag des Schutzes. So. Fliegen. So. So, dann müssen wir mal ein bisschen absuchen nochmal. Ey, hier sind überall Viecher scheinbar. Teufel, ne? Ja, ich flieg ja schon. So gut ich kann. Da ist das Podest. So. So, wunderbar. Jetzt haben wir das zumindest auch. So, wie war das jetzt? In Sweet Valley? Gibt es einen Ort? Gab es da nicht einen Ort? Nee, in Sweet Valley gab es keinen Ort. In Paradise Valley gab es einen Ort, wo man Meister und sonst was alles wird, ne? Dann ab nach Freehaven. Haben wir zumindest das auch noch gemacht.
Moment. Ah, nee, den Zauberspruch gibt es wahrscheinlich wirklich nicht. Nirgendwo anders. Ja, den Armageddon ist wahrscheinlich der allerbeste. Den gibt es wahrscheinlich wirklich nur in Blackshire, ne? So, wo ist denn jetzt die Bar? Wir haben es 11 Uhr abends. Mann, da vorne ist sie doch. Ey, ab in die Kneipe. Freut mich, dich zu sehen. Das Beste im Haus. Die Abwasserkanäle. Na gut, wir nehmen ein Zimmer. Bis morgen früh. Sind ausgeruht. Gehen in die Akademie. Und werden jetzt trainieren. Mit einer Lektion. Okay. Eins, zwei. Ach, nur zwei Level, okay. Okay. 58. Okay. 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 Gut. Naja, hat ja nicht viel Geld gekostet. Also für das, was ich dafür leisten musste, hat es nicht viel Geld gekostet. Also. Auf jeden Fall muss ich jetzt nach Alamos, nach Kriegsbeier. Ich muss in diesen anderen Bartempel und nach Burg Darkmoor muss ich rein. Also habe ich wieder eine ganze Menge an Aufgaben, wo ich weitermachen kann. Puh, mir dröhnt schon der Kopf hier. Jetzt kriegen wir langsam. Jetzt kriegen wir langsam hier die. Die Aufträge, die übel werden, ne? Ich müsste eigentlich sehen, dass ich noch Meister werde in der Schattenmagie, damit meine Schutzzauber noch ein bisschen besser werden. So, du hast jetzt noch die. So. Diesen ollen Umhang packen wir dahin und die Flaschen so und dann ist es auch perfekter sortiert. Ich glaube, wir haben sogar schon. Ne, wir haben immer noch Juni, ne? Ja. Wie werde ich jetzt berüchtigt? Ich werde berüchtigt, wenn ich Armageddon kriege, ne? Ich bin immer noch heilig, ne? Was machen wir als nächstes? Gehen wir in das Dorf, in den Ort Kriegsbeier rein und bringen das zurück. Gehen wir da rein. Dann ist die Frage, was ist denn, was ist leichter, ne? Was ist leichter, ne? Ich glaube, keines von denen ist leicht, ne? Ich glaube, fast leichter ist es, nochmal zu gucken, ob ich jetzt diesen Zauber noch irgendwie kriege, ne? Dazu müsste ich nach. Also erstmal abspeichern. Dazu müsste ich eigentlich nach. Wie heißt es nochmal? Wie heißt der Ort nochmal? Blackshire, genau. So, denn in Blackshire. Ach, hier liegen ja auch Hufeisen rum. Mensch, danke. Hab ich gar nicht gefunden gehabt. Da liegen auch Hufeisen rum in Blackshire. Hi,
feinsten Waffen im Land. Nein. Geistangeizhals. Geistangeizhals. Kannst du das nur machen? Nicht anfassen. So. Bis demnächst. So, habe ich doch einen Scheiß da wenigstens. Wer wohnt eigentlich hier oben nochmal? Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Ach so, das ist der Typ, wo ich die für das andere da, ne? Für das andere Quest. Geschlossen. Lichtgilde geschlossen. Licht. Die Magie des Guten. Geschlossen. Ja, ich weiß auch warum, ne? Zehn Uhr abends. Die Magie des Bösen. Dach Armageddon, endlich. Zack. Finger des Todes, Schrapnell. Was macht ein Schrapnell? Welle heißt, dass ihr Metall habt, jede Kreatur trifft, jedes Stück mit 6 Schadenspunkte plus, oh Gott. Wiederbeleben, Massenfluch. Versetzt sich sein Zustand verflucht. Ja, es verflucht, macht wahrscheinlich überhaupt nichts aus, ne? Kann ich ihn nochmal kaufen? Nein. Kann ich nicht nochmal kaufen. Gibt es nur einmal. Alles klar. So. Kriegst du, weil du Schattenmagiemeister bist, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ja, vielleicht brauche ich die Hufeisen noch, ne? Ich muss ja gleich auch wieder auf Hufeisen fangen gehen, ne? Na, komm, Armageddon, da. Dieser Zauberspruch ist der Stadtkiller. Er kann nur einmal am Tag von Lehrlingen der Schattenmagie ausgesprochen werden. Und das nur im Freien. Armageddon fügt jeder Kreatur auf der Karte inklusive deinem Charakter 50 Schadenspunkte plus einem Schadenspunkt für jeden Fähigkeitspunkt in Schattenmagie zu, den dein Charakter hat. Kann nur einmal pro Tag, kann zweimal, kann dreimal. Kostet 150. Alles klar, damit sollte ich meinen Ruf ruinieren, ne? Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum es diesen Zauberspruch überhaupt gibt, ne? So. Und dann gehen wir mal den Weg hier entlang. Denn zwischen diesen beiden Hügeln geht es rüber da, wo wir ins Paradiestal, ne? Ich kann auch einfach hier den Zauberspruch hier anwenden, ne? Ich kann ihn aber auch auf Mist anwenden, weil auf Mist sind die Leute ziemlich... hier sind die Leute auch dicht beieinander. Gut. Also probieren wir es mal, ne? Probieren wir mal, berüchtigt zu werden jetzt, ne? Also, und abscheulich sind wir. Okay, abscheulich. Alles klar, wir sind nur abscheulich. Alles klar, so. So. Wenn ich die jetzt wiederbelebe. Ah.
Ötsch. Alles klar, jetzt kann ich hier durchgehen und jetzt mal eben schnell alle wiederbeleben. So. Wenn ich euch gleich nochmal töte, bin ich dann berüchtigt? Und? Du, 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 du. Und noch einer. Und hier sind noch zwei. Steht auch noch einer. Ach, das ist der, der oben ist. Alles klar. Gut. Und dich noch. Ich weiß gar nicht, habe ich sonst noch irgendwen, der gestorben ist hier? Auf der Karte? Ist hier drüben noch irgendwer gestorben, von dem ich wissen sollte? War hier nicht noch irgendwie ein... Ne, hier war nichts mehr, alles klar. So, dann können wir ja gleich mal testen, ob ich den gleich noch ein zweites Mal anwende. Ist denn sonst irgendwas noch gestorben hier auf diesem Eckchen? Ich meine, hier haben wir alles umgebracht, aber für die Monster hier hat es nicht gereicht, oder? Nee, für die hat es nicht gereicht. Für die war der Schaden nicht stark genug. Gut, naja, komm, weiter. Gehen wir wieder zurück. Dann können wir hier in Blackshire jedenfalls die Leute nochmal malträtieren, oder? So, und? Nochmal. Jetzt sind sie nochmal tot. Ha, und jetzt haben wir aber minus 2700. Also jetzt ist echt alles vorbei, ne? Von wegen, ne? Kann der Tempel mir gerade ein paar Zauberpunkte geben, so, damit ich hier weiter heilen kann. So. So, jetzt bin ich auf jeden Fall berüchtigt. Jetzt müssen wir nur noch mal die Leute wieder alle wiederbeleben. So. Okay. Wir holen euch auf jeden Fall wieder ins Leben zurück, Leute. Denn ich brauche euch doch noch alle. So, wenn er nur dieses Schießen sein lassen würde. So, und jetzt holen wir noch den oben auf dem Turm zurück.
Und damit leben sie alle. Und mit diesem berüchtigten Ruf, ne? Also Lichtmagiemeister werde ich keinesfalls mehr. Und du löscht den auch mal gerade und kannst den Feuerstrahl wieder benutzen. Und du löscht den auch. Und du kannst den Eisstrahl benutzen. Oh, wir haben hier sogar Obst, leerer Obstbaum. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt nach hier rüber. So. Ins Paradiestal. Und gleich mal magisches Auge machen. Alles klar, dann sehen wir gleich mal Bescheid. Dann wissen wir schon mal gleich, was los ist. Fackellicht ist auch immer gut. Dann machen wir Tag des Schutzes. Du fliegst. Du machst Tag der Götter. 2 Tage lang dauert's. Das dauert 16 Stunden, okay. Okay, bisher hat mich niemand bemerkt. Komm, los, hopp. So. Und noch Stunde der Kraft. Dann suchen wir uns jetzt den, der mich zum Meister der Schattenmagie machen soll. So, was haben wir da? Geschlossen. Ach, ein geschlossener Tempel von Bar. Oh, das ist das. Da gehen wir weg. Gehen wir hier durch. Gucken wir mal die Gebäude hier an. Nochmal. Geschlossen. Geschlossen. Oh, hallo. Ein Haus. Oh, hallo. Leuchtende Gegenstände. Okay. Hermes, diese legendären Stiefel. Oh, hallo. Sweetwater Pass. Okay, weg hier. Hallo, wie geht's? Schön, dass du da bist. Ja, Meister der Schattenmagie. Alles klar. Okay. Du musst Experte sein. Der sieht aber auch aus. Sulang Manchu, ne? Ich bilde Experten der Schattenmagie zu Meistern aus, vorausgesetzt sie Willen anspreche. Ich bilde nur die Würdigsten aus, die so böse sind, wie ihr Ruf schlecht ist. Die wirklich Berüchtigten. Ich mache keine Ausnahmen und verlange keine Bezahlung. Mein Interesse ist die Verbreitung der Schattenmagie. Okay. Na gut. Verbreitung der Schattenmagie. So, dann müssen wir gerade mal rechnen. 11, 18, 26 Punkte, okay. Gut. Ich habe nämlich noch einen Punkt. Und dazu muss ich erstmal den finden. Ich glaube, der ist auch hier irgendwo in der Nähe. So, hier irgendwo in der Straße soll der sein.
Nein, geht weg. Schön, dass du da bist. Meister der Lichtwand. Was? Vor langer Zeit habe ich eine Waffe gefunden, die Sonnenlicht verschießt und die fast alles tötet, wogegen du sie richtest. Ich habe damit so viele Drachen erlegt, dass es fast schon zur Routine geworden ist. Ich konnte sie wie dicke, langsame Enten vom Himmel holen. Eines Tages hörte die Waffe auf zu funktionieren und meine Karriere als Drachentöter war damit beendet. Wenn du mir eine solche Waffe bringst, werde ich dir für 5000 Goldstücke zeigen, wie du sie benutzt. Rexella. Das ist also Rexella. Mhm. So, das ist also Rexella. Hier ist also Rexella. Okay, gut. Also, hier kriegt man dann, das muss ich mir merken, hier kriegt man dann die Waffe, die zur, die nachher dann die Lebens, die Laserpistole oder was, ne? Oder Laserpistolenmeister werden, ne? Genau, Laserpistolenmeistern, ne? Na gut, aber das wollen wir jetzt hier nicht. Wenn wir jetzt schon hier sind, können wir eigentlich auch gleich weiter in den Süden driften, um dort die letzten Sachen zu finden, glaube ich, ne? Aber ich würde sagen, die Erkundung des Südens, das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Ich sage vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis denn.